beschränke mich auf die Heiligen hier des Ruhrgebietes. Und deswegen, weil ja heute durch das Kirchensterben die Patrozinien, das heißt also die Verehrung der Heiligen, ja immer mehr in Vergessenheit gerät, obwohl ja sie eigentlich noch in den ja, in Sprichwörtern oder in Aussprüchen weiterleben. Nicht? Wir als Studenten haben ja immer gesagt, Hilf heiliger Benedikt, ich bin schon wieder eingenickt, wenn es in einer Vorlesung gar zu langweilig wurde und es über Schrift und Schriftlichkeit im 6. und 7. Jahrhundert ging. Oder meine Großmutter beispielsweise rief den heiligen Antonius Ampadora an, wenn sie etwas verlegt hatte und suchte und sagte dann, heiliger Antonius sei gepriesen, Schutzpatron der Schlamperliesen. Und wenn ich mich so hier in die Runde sehe, dann werden viele von Ihnen noch im Auto Ihrer Eltern oder auch noch im eigenen Auto einen Christophorus spazieren gefahren haben, der beim VW Käfer ja obligatorisch war wie die Blumenvase. Insofern ist also die Beschäftigung mit den Heiligen auf der einen Seite sicherlich eine retrospektive Angelegenheit, um viele Dinge zu bewahren. Andererseits aber sind sie noch durchaus modern, wie man dann ja vor allen Dingen ja auch in den romanischen und lateinamerikanischen Ländern sieht. Und als letztes vielleicht, haben Sie auch mitgekriegt, dass es jetzt modern geworden ist, nach Santiago zu pilgern. Nicht? Obwohl man mit großer Sicherheit eigentlich sagen kann, dass von dem heiligen Jakobus wirklich nichts in Santiago liegen kann.